Von hier sieht man die Grabstätte nicht. Sie liegt auf der anderen Seite des Damms. Kommt schon. Und wer sind die vier Kerle da oben auf dem Ding? Niemand. Die repräsentieren nur die vier Energiequellen. Wasser, Luft, Licht und Gas. Keine Emulsion? Der Damm wurde vor der Emulsion gebaut. Wow, so alt ist der? Heute gibt es doch kaum noch was, das so lange hält. Ein paar Sachen gibt es schon noch. Hey, seht euch das an. Der hat immer noch seine Chormarke. Ob seine Familie je erfahren hat, was mit ihm passiert ist? Du weißt schon, dass wir das nicht einfach so in New Ephira ablegen können. Ich weiß, aber besser, als sie einfach hier liegen zu lassen. So, erstmal ein bisschen bequem hingesetzt. Wenn der seinen Kollege holen würde, dann wären wir ja nochmal einer mehr. Macht eigentlich mehr Sinn. Wisst ihr, vor einer Weile habe ich mal danach gesucht, wie viele Locust-Grabstätten es gibt. Alle Infos darüber waren geheim. Es gab Dutzende, vielleicht sogar Hunderte. Die können unmöglich alle infiziert sein. Tja, wir werden es herausfinden, so oder so. Also gut, über den Wartungsturm kommen wir in den Damm. Oh Scheiße, eine Sturmfront, die kommt schnell näher. Beeilen wir uns lieber. Mal wieder ein bisschen Strom. Wie viel Zeit bleibt uns, bis die hier ist? Nicht viel. Schwarm! Erledigt sie vor der Sturmfront! Dafür haben wir keine Zeit. Geladen unter Sicherung! Hier ist eine Drohne! Zum Flussbett. Schätze die Gummischott mit. Oh, was haben wir denn da? Auch nur vier Schuss. Und wir müssen schnell zum Turm. Dort finden wir Schutz. Schwarm, direkt voraus. Wird heftiger! Wir müssen weiter! Kämpft euch durch! Das hat geklappt! Klasse, was für eine Sauerei.
Chor! Vorne ist der Turm! Lauft weiter! Kann mir irgendwer helfen? Lass mal die mal auf der rechten Seite machen. Holla! Die Sturmfront ist hier! Scheiße! Lass mich nicht davon erwischen! Wir müssen den Turm erreichen! Zeit zu gehen! Los, weiter! Sind fast da! Los, 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 los! Alle rein mit euch! Los, Leute. Der Turm stürzt ein! Alle in Ordnung? Ja, glaub schon. Die Sturmfront ist vorbei. Aber wir kommen nicht mehr hoch. Da hinten ist noch ein Wartungsturm. Folgt mir. Kommt es nur mir so vor, oder ist der gesamte Planet nur darauf aus, uns zu töten? Geht nicht nur dir so. Hab gehört, die Chor macht Brüche in der Planetenkruste für das schlechte Wetter verantwortlich. Davor waren es Sonnenflecken, dann atmosphärische Störungen. Oh, keiner hat einen Plan. Okay, so. Wie auch immer. Sonnenflecken, ja. Ich hab auch öfters Sonnenflecken. Sieh mal an, einer von Jins Vögeln ist abgeschmiert. Holen wir uns was. Was? Wisst ihr, wie das aussieht? Früher so ein Kassettenrekorder, da kamen die Dinger rein. War vielleicht nicht so groß, aber vom Optischen her sehen die auch so aus. EM-Bar. Das sollte passen. Nee, bleiben wir bei der Waffe. Noch mehr Schwarm! Okay, alles sauber. Gehen wir in den Turm.
Das Haupttor ist da oben. Sicher war, glaubst du, eine Riesenwaffe, ne? Was haben wir denn da? Hey, hilf mir dabei. Na, super. Marcus, du scheinst ja schon mal hier gewesen zu sein. Vor echt langer Zeit. Offizielle Chorangelegenheiten, sag ich mal. Klingt nicht gerade prickelnd. War's auch nicht. Okay, das könnte ein Problem werden. Ach du Scheiße, das ganze Gebiet ist befallen. Dann säubern wir es halt. Das Haupttor ist zu. Wir können es von der Sicherheitsstation aus öffnen. Wir brauchen für die noch einen Ersatz. Die kann ich gut gebrauchen. Okay. Wieder ein Sammelstück. Das sollte passen. Ich hab's. Gehen wir rein. Ja, war seit dem Krieg keiner mehr drin. Nicht mal, um die Leichen zu bergen? Nach dem Krieg hatten wir genug mit den Lebenden zu tun. Die Toten waren uns egal. Komm schon, hier lang. Egal, tretet es wieder ins Loch zurück! Der
der Groß ist erledigt. Groß? Das Ding war so riesig wie ein laufender Flugzeugträger. Gehen wir. Das ist also unser Ziel, ja? Wehe, es gibt keinen Fahrstuhl. Hey, Marcus, kommst du? Als du hier warst mit der Core, was ist da passiert? Dieser Damm hat die letzten Core-Fabriken mit Strom versorgt. Ich war hier, als wir ihn verloren hatten. Eine Rettungsmission. Ein paar Dutzend Gears waren da drin gefangen. Wie hast du sie rausgeholt? Gar nicht. Gut. Er hat sie nicht rausgeholt. Wozu auch? Die vielen Sturmfronten haben dem Damm richtig zugesetzt. Okay, suchen wir den Wartungsaufzug. Mit dem sollten wir schnell hochkommen. Du kennst dich hier wohl bestens aus. Non-Cons leben von alten Batterien. Ich habe viele aus Core-Kraftwerken rausgeholt. Das sieht mal wieder nach Verteidigung aus. Da ist der Aufzug! Was für eine Überraschung, kein Strom. Wenn wir den Hauptstromkreis aufladen können, dann sollten die Hilfsaggregate anspringen. Wir brauchen nur eine funktionsfähige Turbine. Vielleicht funktioniert die letzte ja noch. Na, das Becken ist trocken, aber vielleicht kann der Wind sie drehen. Na dann los. Wo denn hin? Da lang? Turbine. Sie ist arretiert. Wahrscheinlich läuft sie deshalb noch. Warum bewegt sich die Turbine nicht? Seht euch das mal an. Der Schwarm hat alles mit Schleim zugekleistert. Wir müssen das Zeug entfernen. Oh, super. Kümmert sich jemand um diese Netze, oder? Der Wind treibt sie an, der Laden läuft! Gehen wir zurück zum Aufzug. Laufe! Und sie ruft schon ihre Freunde! Scheiße, die sind überall! Ah!
tote Drohne! Okay, das war's erstmal. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich komm nicht mehr drüber. Achtung, Springer! Das war's. Alle erwischen. Mal sehen, ob der Aufzug läuft. Ja, mal sehen. Sind wir jetzt in der dritten? Wollt ihr mich verarschen? Der Aufzug hat noch immer keinen Saft? Die Schaltkreise haben den Stromstoß nicht vertragen. Wir müssen sie zurücksetzen. Und das heißt, wir müssen uns aufteilen. Generatoren oder Schaltzentrale? Was willst du? Du entscheidest, James. Delph, ihr beide geht in die Schaltzentrale. Wir übernehmen die Generatoren. Kate, ich schätze mal, wir erkennen die Generatoren, wenn wir sie sehen. Ja, davon gehe ich stark aus. Dann legen wir los. Wir brauchen hier unten mal etwas Feuerunterstützung. Ach wirklich? Wie kommst du denn darauf? Kein Weg hier raus! Weil der Schutzschalter offen ist. Gebt uns eine Sekunde. Ui. Ich schließe den Schutzschalter. JD, Marcus, ihr könnt jetzt los! Wir sitzen wieder fest. Wir kümmern uns drum. Moment, wir schließen den Schutzschalter. Jawohl. Danke. Alles klar, geht zum anderen Generator. Scheiße, da kommen noch mehr! Halt uns den Rücken frei! Thank you.
starke Drohne. Krieg ich noch. Okay, jetzt der Generator. Das war's, wir sind fertig. Kate, irgendwas stimmt nicht. Der fährt nicht hoch. Gib ihm einen Moment. Und das war's. Der Damm ist online. Dann kommt doch runter zu uns. Auf dem Weg. Gut. Gut, gut. Gut, dann wieder zurück zum Aufzug. Pass auf, da kommt ein Zion. Jetzt gehen wir zurück zum Wartungsaufzug. Jetzt haben wir da ein Loch. Ihr habt euch übrigens alle sehr gut geschlagen gerade. Die Chor hat zumindest euer Training nicht verbockt. Zu dir wäre ich gleich gekommen. Hat dir dein Vater beigebracht, so zu kämpfen? Meine Mom. Und mein Onkel, Oscar. Er war auch ein Gier, wie du. Hat ihn der Schwarm erwischt? Ja. Ja, genau. Tut mir leid, das zu hören. Ja, Hauptsache, die Mama kriegt mal wieder hin. Wenigstens ist der Strom zurück. Hoffentlich lässt der Wind nicht nach. Ja, das sollte kein Problem sein. Ich wollte gerade sagen, was zuckelt das jetzt hier? Ja, super. Okay, aber Hauptsache das Ding läuft. Oh, na endlich! Der Aufzug hat wieder Saft! Los jetzt! Jetzt gehen wir hoch. Was mich mal interessieren würde, sind wir wirklich auf der dritten Etage? Kann man nicht runtergucken. Ne? Hier steht auch nirgendwo eine 3 oder so. Egal. Na mal los. Okay, nächster Halt direkt auf dem Damm. Sehen wir mal, womit wir es zu tun haben.